Außerdem habe ich lauter Köpfe. Was macht er ein Kostenbild? Die Dame. Okay. Bist du die Dame? Alfonso, sag doch mal, wann bist du das erste Mal überhaupt hier gewesen? Ah, vor 10 oder 11 Jahren, hm? Bin ich da. So lange ist es her. Ja, wann hast du die? Das war noch die alte Farm. Ja. Und das zweite Mal war ich letztes Jahr da. Ja, ja. Vorletzten Jahr, da haben wir ja das beschlossen. Im letzten Jahr hier, da haben wir das beschlossen, im März da drin. Und als wir wiederkamen, als ich mit den 6 Künstlern hier ankam, war es fertig. Wann war das? Auch im April. Habt ihr denn die gute Idee gemeinsam gehabt? Ja, bei so einer Runde schreiben wir. Ich hätte sie ja. Na, dann sind ja sicher beide glücklich. Ja. Aber wir sind uns einiges auch bei Sonnenuntergang. Oder meinst du bei Sonnenaufgang? Das ist mir logisch. Hauptsache, du hast die Idee. Jedenfalls hast du die Hauptlast. Da sind wir uns einig. So. Ja, du hast auch einiges zu fragen. Ja, das denke ich auch. Aber so ein Gebäude aufstellen, das ist ja einfach. Du hast auch einiges zu tragen. Ja, ungeheuer. Ich habe den Schlüssel noch nicht gefunden, den Schlüsselbund, aber ich bin in guter Hoffnung. Guck mal, Holger, das sind von diesen Butterbäumen. Sind das die? Ach, das ist diese Rinde. Genau. Diese Rinde, das die ist ja toll. Die schält sich, die geht runter. Oh je, ich bin jetzt schon wieder so müde wie ein alter Hund. Ja, weil du andauernd für uns was tun musst. Du musst Schlüsselbunde suchen und uns ins Wasser stoßen. Ja. Und solche anstrengenden Sachen. Ja. Die Bäume sind so fantastisch. Ja. Ich versuche nochmal eine Rolle zu bekommen. Denn eigentlich habe ich die ja für mich vorgesehen und dummerweise hast du sie mir weggegrapscht. Wie hast du das geschafft? Du hast sie Ich bin erst dahinter gekommen, als sie weg waren. Du hast sie mir angeboten. Ja? Großzügig, wie du bist. Ja, da muss ich auch total besorgt werden. Nö, nicht einmal. Ja. Die seien dir gegönnt. Ich habe das gestern Abend erst kapiert, was du für eine tolle Aussicht hier hast. Da hast du den Erwin, glaube ich, völlig über den Tisch gezogen, dass du hier dann einziehen darfst. Hier war noch kein Tisch, als wir das beschlossen haben. Ich habe ihn über den Busch gezogen. Über den Busch, ja. Ich habe ja das große Glück, dass ihr die Farm ausgetrocknet und jetzt grün gesehen habt. Ja. Weißt du das? Ja. Ja, ich war am Anfang. Ausgetrocknet und jetzt ist alles grün. Das ist nämlich spannend.
und da bin ich sehr vorsichtig geworden. Also ich dachte das auch früher, das Abendland ist das Nonplusultra. Aber das sehe ich inzwischen völlig anders. Ich habe in Gambia jetzt mehrfach bei Meistern afrikanischer Musik studiert. Das ist so hochkomplex. So hochkomplex. Da ist nichts drin von Primitivität, wie unsere primitiven Missionare das immer wieder verkündet haben. Das ist ja nicht die Alternative. Die haben überhaupt nichts verstanden davon. Die haben den Posaunen gebracht und Trompeten, damit sie Kirchenchoräle spielen. Das ist nicht die Alternative. Guck mal die ägyptische Kunst, was für eine grandiose Kunst. Aber der individuelle Ausdruck ist in keiner Kunst so hoch getrieben worden wie in der christlichen Kunst. Das scheint mir der individuelle Ausdruck. Ja, diese Maskenzüge, die sind doch grandios. Aber an individuellem Ausdruck, nimm die Künstler der Renaissance, wo der Bruch dann endgültig ist. Da kommt ja die Du kennst dich natürlich in der bildenden Kunst besser aus, aber Bereich der Musik kann ich das nicht bestätigen. Ja, ja. Also in der indischen klassischen Musik gibt es genauso viele Individuen. Da gibt es Beethoven, da gibt es Haydn, da gibt es Bach. Gut, da kann ich nicht mitreden, weil ich, oder ich kann es nicht unterscheiden, weil meine Kenntnis. Oder in der Literatur, die klassische indische Literatur, das ist ja ein Kosmos sondergleichen. Oder japanische Literatur, das ist. Und da kann ich nicht mehr sagen, die europäische Literatur ist die beste. Ja, die beste geht es nicht. Und die weitesten wirklich. Behauptet, ich glaube nicht, dass die abendländische Literatur besser ist als japanische. Ja. Nein, das Christentum hat das unglaublich, also wirklich fantastische Sachen. Aber Christentum hin oder her, das ist die Kartoffel. Weißt du, wie diese Maske, wie der Stamm heißt, der diese Maske herkommt? Nämlich mein Freund hat da auch so eine. Sind das typisch mit diesen Pausbacken? Ja, da ist irgendwo noch. Ich kenne mich ja nicht aus mit diesen Sachen. Ist der Zettel verloren? Da war einer. Schade. Die sind alle so riesig groß und haben wahnsinnige Pausbacken. Und ich kenne mich halt nicht oder noch nicht aus der. Ja, das ist aber auch eine uferloses Gebiet. Ja, ja. Das ist ein echtes Monster. Ne? Mhm.
Fingerflecken des Reibens. Sieht so aus wie ein Strauß. Ja, das könnte ja sein. Darf ich später dein Melkfetten nutzen? Wissen, was das für eine Farbe ist. Wenn der Wind kommt. Ja, genau. Dann kommt mir der. Ich hoffe, der Alter sein.